Willkommen zu einem extrem süßen Game. Und zwar bin ich darauf aufmerksam geworden, nachdem ich letztens erst Sticky Business gespielt habe, auch ein äußerst positives, bewährtes Cozy Game, das ich auf meinem Kanal bereits hochgeladen habe. Und da wurde mir Love Ghosty angezeigt. Das ist eine Demo, die sehr gut ankommen soll. Und das Game ist bereits auf meiner Wunschliste, weil mich die Kommentare zu der Demo schon überzeugt haben. Wir sind ein kleiner Geist, der wenn ich es richtig verstanden habe, dafür sorgt, dass andere Menschen sich wieder lieben und verlieben. Aber wir schauen uns einfach mal rein. Meine Community ist auch wieder dabei und freut sich sehr. Deswegen ganz liebe Grüße aus dem Twitch-Chat. Deswegen komm gerne vorbei auf www.twitch.tv/live, falls du mal live dabei sein willst. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Über ein Abo natürlich auch. Und eure Meinung zu dem Game. Wir gehen rein. Und ob du das Spiel vielleicht sogar kennst. So, New Game. Psst. Hey. Bist du wach? Also es ist eine Alpha-Demo, deswegen wird es auch noch auf Deutsch geben, nur dass ihr Bescheid wisst. Haha, war nur ein Spaß. Du bist tot. Oh Gott, dieser Satz. Aber die guten Neuigkeiten sind, du bist ein Geist. Okay, oh, ich bin tot? Ja. It's a lot. Ich weiß, es ist eine Menge, es ist jetzt gerade ein bisschen viel. Ich werde dir ein bisschen Zeit geben, es zu verarbeiten. Ach so, ich bin jetzt einfach gestorben, habe es gar nicht mitbekommen. Das ist ja total traurig. Okay. Well, now. Oh Gott, okay, also, wir sind jetzt drüber hinweggekommen. Lass mich mich dir vorstellen. Die hat mir nur 5 Sekunden gegeben, um damit klarzukommen. Ich bin Ghostina. Ich bin dein Mentor für das Leben danach. Ja, guess what we do in the after. Denk mal drüber nach, was wir nach dem Tod machen. Matchmaking. Ah, okay, wir tun also quasi Leute miteinander verkuppeln. Contrary to popular belief, we don't just scare people. Contrary. Also es ist quasi genau das Gegenteil, was die meisten nämlich denken, dass wir nämlich Leute erschrecken. Even though that can be pretty. Außerdem, aber obwohl, das kann allerdings auch sehr, sehr lustig sein. We love watching romances bloom and making people happy. Oh, süß. Wir lieben es, wenn quasi Romanzen aufblühen und Leute glücklich zu machen. Ich will auch so einen Geist. Fun fact, did you know ghost-driven romances are 20 times more successful than dating apps? Ein Fun fact, wusstest du, dass Romanzen, die von einem Geist quasi geschlossen worden sind, 20 mal erfolgreicher sind als irgendwelche Dating Apps? Ja, oh, süß. Und wir kriegen nicht mal Credit dafür, also wir werden dafür nicht mal belohnt, weil wir tot sind. Okay, so why are we doing it then? Also warum machen wir es dann überhaupt? Nun ja. Just because our lives are over doesn't mean we can't make things nicer for everyone else. Oh. Nur weil wir tot sind, heißt es nicht, dass wir nicht die Dinge für andere Menschen schöner machen können. Wie auch immer, willkommen zum Anwesen. Oh. Ich habe ein Haus. Das hatte ich wahrscheinlich nicht mal, als ich gelebt habe, oder? Oh, die Musik, Leute. Die Musik. Oh, ich lieb's. Ich habe ein Haus. Gratulation, du hast es endlich geschafft. Das ist eigentlich so sad, ne? Aber bedenkt, dass wir uns wahrscheinlich alle niemals ein Haus leisten können. Oder die wenigsten. Und alles, was du machen musst, ist dafür, warten, Geist zu werden. Also im Prinzip zu sterben. Wie auch immer. Niemand lebt hier, keine Sorge. Das wird sich bald ändern. Ich werde hier ein Schild aufstellen, das sagt... free rent in this definitely not haunted house. Also quasi, es gibt keine, also du kannst es quasi mieten in diesem definitiv nicht spukenden Haus. Also du zahlst, glaube ich, auch keine Miete. Also du kannst es quasi ausleihen. Rent. Now, also bevor Leute reingehen, müssen wir erstmal das Training beginnen. Ach so, wir wollen quasi, dass Leute hier reingehen, weil sie quasi das Ganze kostenlos drin leben können. Und dann so gucken wir, dass die sich verlieben. Bist du bereit für deinen ersten Bewohner? Okay. So, wenn du genau hinschaust, es ist eigentlich nur ein gefaktes Setup. Süß, sie hat jetzt extra die Pappstelle aufgemacht. Ich habe alles selber gemalt. sieht toll aus. Danke. Ich hatte schon Angst. Es wäre zu gut, dass du nicht verstehst, dass es nur Fake ist. Wie auch immer. Bewohner leben ihre Leben und haben keine Ahnung, dass du hier drin bist.
Aber du kannst trotzdem den Unterschied machen. Als erstes brauchen wir Gegenstände. Meet me in the attic. Also, wir kommen hoch zum Dachboden. Move. Oh, süß. Oh, oh. Guck mal, die hat das alles gebaut für uns. Das sind später echte Bewohner. Das sind jetzt nur Pappaufsteller. Employee of the month. Das bin ich. Oh, 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 süß, wie ich hier durch kann. Ich lieb's. Oh, süß. Ah, nice. Meet Ghost hinein in the attic. Oh, guck mal. Das ist ja später voll cool. Da kannst du quasi deine Leute hier haben und kann. Oh, süß. Hallo. Weißt du, was, You know how you mysteriously lose a sock in the laundry? Weißt du, wie man mysteriöserweise eine Socke in der Wäsche, verliert? Das war möglicherweise ein Geist. Oh. Wir nehmen gerne Zeug mit. When you see something you like, you can take it. Wenn du etwas siehst, was du magst, dann nimm es. But it cost you an arbitrary ghost action point. Don't ask why. Ah, okay, wenn ich was mitnehme, dann geben wir einen Geisterpunkt ab. Das heißt, wir können nicht alles klauen. Warum? Hör zu. Wer ist schon länger ein Geist von uns? Weißt du, wie es ist, wie ein Geist funktioniert? Wir haben Aktionspunkte. Das ist ein Geisterding. maybe when you were alive, you had to sleep, but when you're a ghost, you have action points. Ah, okay, also wenn du quasi am Leben bist, dann musst du schlafen. Und wenn du ein Geist bist, dann bekommst du halt action points, weil es gibt keinen Schlaf mehr als Geist. Wie auch immer, versuch mal den Apfel da unten aufzuheben. Apples shouldn't be on the ground. Äpfel sollten sowieso nicht auf dem Boden liegen. Okay. Steel, so, jetzt habe ich den mitgenommen. Sehr schön. So, das ist der erste Gegenstand, den wir haben. Da gibt es noch viele weitere Dinge, die wir machen können. Eine Option ist to sell it on... Ah, eine Option mit dem Apfel ist es, im Geister-Internet zu verkaufen. Siehst du den Computer da drüben? Mhm. Von hier kannst du einfach die ganzen Items für Geistergeld verkaufen. Und du kannst tollere Items, also tollere Gegenstände, dafür kaufen, die du hier nicht im Anwesen finden kannst. Okay, fühle dich frei, ein bisschen rumzuschauen. Wenn du bereit bist, dann pick a resident and go to the room. Okay, wenn du bereit bist, nimm einfach einen Bewohner und geh in den Raum von der Person für die erste Stunde oder Lektion. Ich miete dich dann dort. Ich besuche dich dann dort. Okay. eBay. Oh, buy and sell items. Ah, okay, guck mal, da kannst du dann quasi... Wir haben jetzt 0. Mhm. Und was kann ich... Und ich kann meinen Apfel verkaufen. Was ist das hier? Help, I sold my apple during training. Hilfe, ich habe meinen Apfel verkauft, während ich trainiert habe. I got an apple during training, but I sold it by accident. Help, what do? I don't want to get in trouble. It's my first day. Ach, es hat ein Geist geschrieben. Er hat seinen Apfel aus Versehen verkauft. Es ist okay, keine Sorge. Wir haben noch weitere Äpfel. I didn't know you could sell it. I thought we were supposed to keep it. Ich wusste nicht, dass du Äpfel verkaufen kannst. Ich dachte, wir sollten sie behalten. Pff, you think there wouldn't account for ghost selling the apple in training? Ah, okay, das heißt, wir tun den Apple jetzt nicht verkaufen, ne? Weil das hat jemand getan. Das heißt, gut, dass wir es gelesen haben, damit wir checken, dass wir es nicht tun sollten. Wir tun den Apfel jetzt mal nicht. Okay, wie süß. Debit anstatt Rabbit, Debit. Okay, ich gehe mal jetzt in irgendeinen Raum. Ich würde sagen, wir fangen mit dem an. So, hold to sprint while moving. Ah, nice. Okay, let's go. Oh, du hast Banzes Raum gewählt. Gute Auswahl. Thanks, goodness, you still have the apple. Okay. Oh mein Gott, zum Glück, du hast immer noch den Apfel. Wie geil, weil Leute den Apfel nämlich einfach verkaufen und dann ist er weg. Eigentlich hätte ich ihn verkaufen sollen, weil ich bin mir sicher, dass sie uns noch einen Apfel gegeben hätte. Weißt du, viele Geister verkaufen als ihren allerersten Apfel online. Ich auch. Oh, du hast ihn auch verkauft. Ich bin mir sicher, you know what else girls can do with apples. Ich bin mir sicher, dass du weißt, was Geister noch mit Äpfeln machen können. Sie essen? Nein. Wir haben keine Mägen mehr. Wir haben nur Hintern. Auf denen sitzen wir die meiste Zeit. Wie auch immer. Wir können sie einem anderen Bewohner schenken. Aber wir können nicht einfach sagen, es ist ein Geschenk von einem Geist in deinem Haus, den du nicht sehen kannst.
See, but is actively watching you right now. Genau, der, den du nicht sehen kannst, aber der dich gerade beobachtet. Vertraue mir. Ich habe das bereits getan. Und dann ist der Bewohner wahrscheinlich ausgerastet. Oh, die schlimmsten 13 Jahre überhaupt. Naja, I really thought I'd win them over. Ich dachte schon, I really thought I'd win them over. Sie dachte, glaube ich, dass sie es schafft in den 13 Jahren, dass sie keine Angst vor Geister haben. Also, when you leave a gift, say it's from someone else in the house. Also, wenn du ein Gift, also Geschenk hinterlässt, dann behaupte, dass es von jemand anderem aus dem Haus ist. Gifting requires action points. Ah, okay. Verschenken requires action points, but you'll be able to make pairs of residents closer with your gifts. Also, wenn ich eine Aktion ausübe, dann brauche ich dafür wieder Aktionspunkte. Aber ich könnte zum Beispiel jetzt den Apfel verschenken und sagen, hey, lieber Hase, der Apfel ist von dem Vogel im Raum nebenan. Okay, versuche den Apfel in einen Bereich zu legen und suche irgendeinen Bewohner aus, von dem das Geschenk sein soll. Okay, interact with the ghost spot. Hier ist der. So, legen wir den Apfel hin und wir behaupten, es war der Vogel. Hier, so, bitteschön. Oh, sie sind so ein süßes Paar. Schau mal. Ich glaube, I guess you are supernatural. Ich glaube, du bist übernatürlich. How long have you been waiting on that joke? Ich sag mal nichts dazu, der war nicht witzig. Oh, I guess your sense of humor didn't make it to the afterlife. Ich glaube, dein Sinn für Humor hat es nicht ins Leben danach geschafft. Naja, denk dran. Bewohner haben alle verschiedene Dinge, die sie mögen. Umso besser das Geschenk ist, umso mehr wird es einen Effekt auf die Beziehung haben. Also sie müssen quasi auch darauf achten, vielleicht mag der Vogel lieber einen Wurm geschenkt bekommen statt einen Apfel. Okay, sieht so aus, hätten wir noch zwei Aktionspunkte für den Tag. Ach, wir haben immer, ach süß, also okay. Wir haben immer die Aktionspunkte, 4 jetzt, über den Tag verteilt. Interessant. Und wir können quasi Gegenstände aufheben, das kostet einen, und Gegenstände jemand schenken. Let me show you what else you can do. Lass mich dir zeigen, was du noch alles anderes Tolles tun kannst. Oh, das Spiel ist ja jetzt schon so süß. Oh. Wenn die Geister und Phasmo so aussehen würde. Ach, guck mal, diese süße Planer. Thankfully, every resident who ends up living here agrees to work together to make this house pretty. Glücklicherweise tut jeder Bewohner, der hier quasi am Ende lebt, agrees to work together to make... Ah, okay. Also jeder der Leute, die hier wohnen, arbeiten, um das Haus besser zu machen. They put up this handy call board here. Sie haben quasi dieses Board hier, wo sie wahrscheinlich ihr Care-Woche oder Co. eintragen, nehme ich mal an. Okay. Actually, I put it up. But it's not like I can tell them that. Also, um ehrlich zu sein, habe ich es dorthin gehangen. Aber ich kann ja niemandem sagen, dass ich es war. Voll traurig eigentlich. Es war undankbar, die Arbeit. Die Geister machen eigentlich alles. Hm, voll arm. So. None of them wondered where it came from. Niemand von ihnen hat sich gefragt, woher es kommt. Nein. Especially put a note that said from nobody suspicious. Nein. Ich habe extra noch eine Notiz hinterlassen. Das ist von niemandem verdächtigen. Eigentlich voll traurig, ne? Kann es, wisst ihr, woran mich das Game eigentlich erinnert? Weil es sind ja Geister, die voll die guten Dinge tun. Und oftmals gibt es so viele Menschen in unserer Umgebung, die so oft jeden Tag Gutes tun und wir nehmen Dinge einfach als selbstverständlich und sie sind für uns wie Geister. Wisst ihr, was ich meine? Voll traurig. So we should be in the clear. Also sollten wir sicher sein. From here you can assign residents to schools to do at the end of the day. Okay, also von hier kann ich quasi Bewohner to scores to do at the end. Here you can assign residents to scores. Was heißt denn das? Kann ich da quasi jetzt den Leuten Aufgaben geben, die sie am Ende des Tages machen müssen? Habe ich das richtig verstanden? Question mark. Lass uns mal probieren. Okay, wir werden es eh gleich erfahren. Interact with the core board. So, every day there are 3 types of scores. Ja, okay. Jeden Tag gibt es 3 Dinge. Ah, okay. Ja, das sieht man's. Es gibt jeden Tag 3 Dinge. Zum Beispiel Househelper, Selfcare, definitely not a date. Date, Selfcare and Househelper. Each of these cost ghost action points. So, only assign to ones you want. Also, es gibt quasi Möglichkeiten oder
Dinge, die ich denen geben kann, Aufgaben, die müssen sie am Ende des Tages machen. Und das kostet mich aber auch wieder Geisterpunkte. Plus, einige Bewohner will take certain course more than others. Was heißt ein course? Also, einige Bewohner werden weniger course als andere machen. Aber wir erfahren gleich aus dem Chat, was course heißt. Ich habe hier Aufgaben. Okay, andere werden quasi manche Aufgaben mehr machen als andere. Okay, wähle einen Slot aus on a core to clean more, to learn more about it and assign a residence. Okay, also es sind quasi Aufgaben, die ich denen gebe. Und ein paar Bewohner machen diese Aufgaben mehr als andere. So, ride a tandem bicycle. Active, adventurous und unusual. Ah, das ist ein Date. Also kann ich jetzt quasi sagen, ich möchte, dass da der Vogel und der Hase auf ein Date gehen, weil die haben wir eh schon miteinander quasi geschippt. Wunderbar. You can assign another core or if you are ready to move on, finalize your assignment. Okay, self-care, minute break, simple classic. Okay, dann soll der mal... Ah, okay, da sehe ich auch die Mut. Jetzt verstehe ich das. Also, man muss auch gucken, wie es den Bewohnern geht. Wahrscheinlich, wenn der jetzt, der Bär, aggro ist, kann ich den wahrscheinlich nicht mit jemand anderen verkuppeln. Und deswegen sagen wir mal, der Bär soll mal ein bisschen happier sein und clean the carpets. Das ist ein undankbarer Job. Wir müssen quasi die Vorhänge noch putzen, aber die kann jetzt keiner machen. Deswegen, das passt jetzt für mich. Ah, and that's how a typical day would go. Okay, und so sieht ein ganz normaler Tag aus. You have a limited number of ghost action points per day. Du hast eine limitierte Anzahl an Geisterpunkten jeden Tag. Also, pass auf, was du machst und bedenke immer, also wir müssen quasi schlau denken, wenn wir etwas machen. Ein Bewohner, as residents care more for each other, you will be able to watch their relationships grow. Okay. Also umso mehr quasi Bewohner füreinander, also quasi sich mehr mögen, aufeinander Acht geben, wirst du quasi in der Lage sein zu sehen, wie ihre Beziehung wächst. Mit genug Liebe, there will be a new development in the relationship that you can look to and watch. Okay, also umso mehr sie sich mögen und die Liebe sich weiterentwickelt, kann ich quasi eine neue Entwicklung der Beziehung sehen und anschauen. Und jetzt... Hast du dein Training beendet? Glückwunsch! Du bist jetzt ein zertifizierter Geist. Geister brauchen eine Zertifikation? Ja, in der Regel schon. Ich mach die Regel nicht. Aber hier ist ein Reward für dich, also ein Preis für dich. Du bist jetzt ein eigener verifizierter Geist. Süß. Mann und Spaß. Schau mal hier. Wir haben, we got tons of residence applications during your training. Okay, wir haben eine Menge von Bewohnern. Bewohner-Applikationen während deinem Training. As your real reward, you get to choose the first four residents you want to move in. Also mein echter Preis, den ich jetzt bekomme, ist, dass ich jetzt vier Bewohner wählen muss, die in mein Haus kommen, weil wir eh schon so viel haben. So viel unglückliche Singles. Okay, wir können jetzt quasi gucken, wen wollen wir? Wollen wir die Mina? Sie ist, hat am 10. November Geburtstag. Sie braucht ihren eigenen Bereich. I can live just fine on my own. Sie lebt gerne für sich alleine. Wir haben den Gerard. Der hat am 4. Februar Geburtstag. Er hat ein gebrochenes Herz. Alles erinnert ihn an sie. Also ist er hier. Dann haben wir einmal Calathea. I've always lived on my own because, honestly, you are your own best roommate. But I should probably talk to other people. Also sie hat bis jetzt nur alleine gelebt, weil sie glaubt, man ist selbst der beste Bewohner für sich. Aber sie sollte vielleicht mit anderen Menschen reden. Dann haben wir noch Noir. Need to get out of my hometown. It's so boring. Sie muss raus aus ihrer Heimatstadt. So langweilig. Dann haben wir noch den Olin. I want to experience what it's like to live as a crescent. Question, will this all be mine or will I have roommates? Was heißt ein Crescent? Also er fragt sich quasi, wird das alles mein sein oder hat er auch Bewohner? Wir können uns überlegen, wen wir mit reinnehmen. Das Game ist echt richtig geil. Ich lieb's. Mhm. Also ich würde auch sagen, wir nehmen auf jeden Fall die hier.
Ah, Bauer. Ah, okay, krass. Er sagt quasi, I want to experience what is. Ich möchte gerne wissen, wie es ist, wie ein Bauer zu leben. Oh, wird das alles meins sein oder habe ich noch. Okay, den nehmen wir nicht, der ist arrogant. Ich nehme auch mal die Katze. Ich will den mit dem gebrochenen Herzen nehmen und ich würde sie nehmen. Noah. Wen haben wir noch? Hier, Wobbles ist voll süß. Sky. Und dann haben wir noch Camels. Oh, not in Demo. Okay, die sind noch nicht in der Demo. Okay, cool. Dann nehmen wir noch sie. So, continue. Well, nun. We all have ghost stuff to do. Wir haben jetzt eine Menge Geisterstuff zu tun. So, I'm gonna leave you here to do what you want in your manny. Ich lasse dich jetzt hier und du kannst machen dein Anwesen, was du willst. Alle vier Bewohner werden morgen einziehen. Also, gib dein Bestes. Ich komme in 3 Tagen wieder. Willkommen im Leben danach. Bis später. Oh, süß. Oh, ich liebe das Spiel. Ich liebe solche Spiele. Oh. Boah, ein Bewohner kommt an. Oh. Was zur Hölle macht der? Oh nein. Oh nein, der ist ja richtig assi. Es ist Geralt. Ein weiterer Bewohner kommt. Okay. Oh, süß. Ist das irgendwie so eine Art Big Brother, was komplett eskaliert, weil die Leute einfach so unterschiedlich sind? Das kann ja gar nicht funktionieren. Oder? Die werden sich doch am Ende alle hassen. It's Mina. It's Tamina. Noch ein weiterer Resident, ein weiterer Bewohner kommt an. Oh mein Gott. Geil, Cardi B. Oh, nein, mein neues Ding. It's Noir. Ein weiterer Resident kommt. Oh mein Gott, die passen ja alle gar nicht zusammen. Oh oh. Oh, süß. It's Calathea. Mein erster Tag, der startet. Okay, dann, was ist das hier? Steel. Oh, was ist das? Treasure Chest. The real treasure is the lesson we learned. But also, there's a treasure. Der wahre Schatz ist das, was wir aus Lektionen lernen. Aber das ist auch ein Schatz. Das ist so süß. Was ist das? Isolated Painting. Ah, okay, das ist quasi dafür da. Ich habe eine Nachricht, oder? Forum. Gifting. How do I know if a gift is good? Ah, guck mal, da steht immer, das ist so ein kleines Geisterforum, wo die sich genau die Fragen stellen, die ich habe. Und zwar, woher weiß ich denn, dass ein Geschenk gut ist? Da antwortet einer, jedes Geschenk boostet die Glücklichkeit und die Romanze. Aber, but if they really like, weil wenn sie wirklich ein Geschenk mögen, you can see tons of hearts. Dann siehst du eine Menge von Herzen und Emojis, die über ihnen quasi schweben. Du siehst außerdem im Resident-Menü, if you unlock a new tag, if it's something they really like. Also man kann auch im Bewohner-Menü sehen, was die wirklich mögen. Na toll, wow, wer mag denn keine Geschenke? Ich mag kostenlose Geschenke, aber wenn jemand ein Skelett in meinen Raum legt, dann weiß ich nicht, da würde ich ein bisschen zögern als erstes. Okay, wir müssen also irgendwie, how do I know I want to matchmake. Genau. Also wie weiß ich, wie ich jemanden miteinander verkuppel? Oh mein Gott. Jeder ist zu süß. Aber ich weiß nicht, ob ich die falschen Paare miteinander verkuppel. Wie entscheidet ihr, wer mit wem zusammenkommt? Oh. Du kannst eigentlich jeden mit jedem shippen. Und herausfinden, wer zu wem passt. Und später das dann fokussieren. Das heißt, wir können erstmal die Bewohner kennenlernen. Woher weiß ich das? Because I totally shipped them around which other, weil ich gerade alle mit jedem, ich habe mit jedem verkuppelt. Oh mein Gott, did they hate each other when you did it? Haben sie sich danach gehasst, wenn du versucht hast, sie zu verkuppeln, es nicht geklappt hat? Nein. It takes some time to fully develop their feelings, so you can experiment which couple before they fully committed. Ah, okay, also du kannst quasi, wir könnten jetzt zum Beispiel sie nehmen, das Schaf, und mit der Giraffe verkuppeln, wenn wir merken, das dauert zu lange, weil die nicht zusammenpassen, könnt ihr abbrechen und könnt die mit anderen weiter verkuppeln. Okay, das ist doch schon mal gut. Dann gucken wir mal hier, was. Also, ich glaube, man kann schon so ein bisschen auch gucken. Kann ich da reingucken? Diary, liebes Tagebuch.
This house is about to become a whole lot more fashionable. I already have some ideas for how to make this place fabulous. Also sie hat gesagt, das Haus kann auf jeden Fall ein bisschen stylischer werden. Sie hat aber schon gute Ideen, wie sie es machen kann. Okay, das heißt, wir können... Oh, was war das? Wieso kommen da Herzen? Oh? Oh? Oh, was ist das? Was blubbert da so? Hier ist ein Bild. Ach so, kann es sein, dass das Bild hier zu ihr passen wird? Wir gucken mal, was er so hat. Liebes Tagebuch, mein Herz fühlt sich benutzt an und ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals darüber hinwegkommen werde. Aber ich denke, es ist Zeit, dass wir mit etwas Neuem anfangen. Jetzt dann Käse. Warum habe ich da immer Herzen über meinem Popo? Weiß es jemand? Liebes Tagebuch, ich glaube, ich bin jetzt schon angekommen. Ich bin frustriert, frustrated with painting the walls, but don't worry, I did it all on my own. Sie ist quasi frustriert, die Wände zu streichen, aber sie hat es bei sich selbst für sich selbst gemacht. Okay. Haben wir Ghost-E-Mails? Nix drin. Okay. Liebes Tagebuch, ich mag diesen Ort. Even though it's always dark and spooky, I feel like the sunshine is really delicious. Auch wenn es immer dunkel und gruselig ist, finde ich, dass die Sonne lecker ist, weil sie eine Pflanze ist. Okay. Also ich glaube, ihr können wir auf jeden Fall irgendwas Pflanziges schenken. Und ein Bild. Wir haben ein Bild, einen Schatz und eine Kiste. Also wenn ich jetzt logisch denken müsste, was nie gut ist, würde ich sagen, die Kiste muss zur Giraffe, damit der die ganzen Sachen von der Ex da reinpackt. Ihr würde ich tatsächlich, glaube ich, ein Bild geben. Oder, ja... Oder ihm würde ich eine Pflanze geben. Ich bin mir so unsicher. Das sind ja schon Geschenkchen, die ich nehmen kann. Ich kann schon kombinieren. Oder der Käse. Ich habe keine Ahnung, an wem das gehört. Haben wir irgendwo so ein Residence-Tagebuch hier? Wir wissen noch nicht, was sie mag, ne? Das müssen wir ausprobieren. Also du musst quasi wie ein Yandere so ein bisschen testen, was die mögen. Und da siehst du dann auch die Beziehungen. Okay. Ah, da kann man den Tag beenden. Das habe ich hier in meiner Wardrobe. Nix. Also das bedeutet... Ja, du, die Kiste zur Katze, damit sie damit spielen kann. Oder wir nehmen mal das Bild. Weil sie meinte ja irgendwas, sie will das Ganze ein bisschen stylischer machen. Ich glaube, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt mal das Bild. Stil. Stil. Und dann eventuell nehmen wir nochmal vielleicht den Schatz oder das Bild. Stil. So. Und man kann ja auch Sachen verkaufen, ne? Das heißt ja nicht, dass ich die... Man kann Sachen verkaufen, Ghost-Plüsch und Pickle in a Cage. Eine Gurke im Käfig. Man kann ja auch Sachen verkaufen und kann dann quasi später gucken, dass man sie gegen passendere Dinge eintauscht. Okay. Ich würde aber sagen, ich würde die beiden verkuppeln, weil die sind beide so vom Stil dark. Und die Katze würde ich mit der Pflanze verkuppeln. Das wäre so mein Empfinden. Das heißt, da sie was mit den Wänden gesagt hat, würde ich... Ich weiß, viele von euch sagen gerade der Karton, aber ich würde jetzt mal das Bild hier hinpacken und sagen, es ist von ihr. Vor allem ist es ja eigentlich von unlogisch. Wenn jetzt zum Beispiel mein Nachbar zu mir kommen würde und sagen würde, hey, danke für die Schokolade, würde ich sagen, welche Schokolade? Und würde ich sagen, gerne. Okay, wir giften mal. Wir müssen erstmal reinkommen ins Game. Okay, sieht sie das jetzt? Komm schon. Oh, sie freut sich. Oh, ja, es gefällt ihr. Sehr gut, es war richtig. Okay, sehr gut. Jetzt müssen wir das gleiche hier machen. Wir schenken mal einen Schatz, obwohl das wahrscheinlich nicht passend ist. Warte, wir machen mal kurz hier. Wir schenken ihren Schatz und behaupten, dass es von ihm war, oder? Und sagen, es war von ihr. Ah, ich kann sie gar nicht auswählen. Ah, nee, warte, genau, es muss ja zu ihm. Oder? Nee, warum kann ich denn ihr nichts schenken? Wenn ich hier einen Schatz hinlege und sage, ah, genau, es war von ihm. So. Gift. Guck mal, was sie sagt. Oh, bitte Liebes, bitte Liebes, bitte Liebes, bitte Liebes, bitte Liebes. Oh ja, sie mag's. Oh. Oh. Ghosty glücklich. Ja, end day. Oh, ich liebe das Spiel. So.
Also, boah, die ist richtig in love mit dem. Das war ein richtig gutes Geschenk. Okay, Adventures discovered fancy. Discovers interest. Okay, wir haben quasi ihre Interessen jetzt erforscht. Pflanze braucht jemand Dominantes. Glaubst du, die sie ab und zu gießt? Okay, weiter geht's. Oh, ein Kaffee! Okay, da haben wir noch einen Traubensafti. Sie hat den Treasure schon da stehen. Hier haben wir Pizza. Sie geht jetzt hier hin. Ah, stimmt, da kann ich ja auch Sachen einplanen, ne, für die. Oh, you have a new relationship talk to view. Oh, wir können es anschauen jetzt. Oh, hey, Gerard. Wie geht es dir? He's just staring off into... Er starrt einfach nur in die Distanz. Gerard. I get windows out for looking through. Es gibt Fenster, damit man durchschauen kann. Aber du schaust gerade... genau. Aber es wirkt so, als würdest du einfach nur durchsehen. Gerard? Oh, hallo Noir. Ich hab dich nicht bemerkt. Worauf starrst du? Ich starre in die unendliche Dunkelheit. In den Nachthimmel. Das erinnert mich an meine Seele. Das wäre der Punkt, an dem ich persönlich ein Gespräch abbrechen würde. Oh, deine Seele ist also in der unendlichen Dunkelheit. Eine unendliche Dunkelheit. That can only be cringed by an abyss. Die nur beendet werden kann von einem tiefen Abgrund. Okay, warum ist das Meer so tief? Warum sind meine Gefühle so gefühlvoll? Das Leben ist so dunkel. Life is a dark ocean that stretches into an inky abyss. Oh Gott, das Leben ist ein dunkler Ozean, das sich in einen dunklen Abgrund erstreckt. And where the darkness ends, where it begins, who knows? Und wo die Dunkelheit startet und wo sie endet und wo sie beginnt, wer weiß das schon. Aber vielleicht, but maybe if we stare long enough, we can find it. Aber wenn wir lang genug starren, vielleicht können wir es dann finden. Ich sehe dich nur. Wow. Oh! What was all that emotional get vague nonsense? Was war dieser ganze vage emotionale Nonsense? Er hat wirklich etwas an sich. Oh. Not that. Nicht, dass es mich interessieren würde. Okay, wir haben schon das erste Pärchen. Leute. Das wird ja was. Ich bin interessant, was da dann rauskommt. Ein Schaf mit einer Giraffe. Interessante Kombi, ne? So, muss ein Böppelchen neu machen. So. So. Okay. Dann haben wir den Apfel. So, lass uns mal schauen. Wieso habe ich manchmal so Herzis? Okay, wir gucken mal. Die haben was Neues geschrieben. I'm not always angry or grumpy. Sometimes I just don't feel like smiling and that's completely okay. Also ich bin eigentlich nicht sauer oder wütend oder beleidigt oder am Schmollen. Manchmal mag ich es einfach nicht zu lachen und das ist auch komplett okay. Schreibt Pflanzi. Ah, kann ich gar nicht lesen. Okay, nicht jeder hat immer einen neuen Eintrag. Da kommen Alpakas raus. Soll das ein Alpaka sein? Oh, er ist gegangen. Oh, guck mal, die unterhalten sich hier. Aha. Sie mag Suppe. Ich habe ein Problem. Garrett gave me a treasure chest, but I already have one because, let's face it, I have impassable taste. But I don't need two. Or do I want to play, want to display? Sie sagt quasi, sie hat schon einen Schatz. Sie weiß nicht, was sie damit tun soll. Dann gib mir den doch wieder. Okay, okay, okay. So, was kommt? Ach, guck mal, die unterhalten sich ja alle. Sie mag Blumen. Mhm. Ah, da erfährt man auch so ein bisschen, was die mögen. Vielleicht geht er auch noch hier rein. Ist er wieder zurück in seinem Room? Ja. Okay, gucken wir mal. Was können wir noch vielleicht schenken? Was haben wir denn eigentlich im Shop? Skeleton und Pepper. Hm, vielleicht... Ich würde sagen, dass er ihr jetzt was schenkt. Nee, sie schenkt ihm jetzt... Oder doch, sie schenkt ihm jetzt was. Ich weiß halt nicht, ob sich die Pflanze über einen Apfel isst. Das ist nicht irgendwie wie so ein Teammate. Wir haben halt auch gar nichts da, was die jetzt irgendwie gerne machen würden. Sonst würde ich auch mal die beiden hier auf jeden Fall
auf ein Date einladen, dass die beide hier mal daten. Und ich glaube, die ist schon ein little happier. Die soll mal so ein bisschen happier sein. Es sein. So. Dann müssen die beide schon mal so ein bisschen glücklicher werden. Das ist gut. Die sind jetzt auch unterwegs. Und die unterhalten sich dann über was? Ihr sollt euch doch daten. Ja, die machen ja einfach schon ihre Kuppelarbeit. Dann würde ich sagen, geben wir mal... Da sind halt Fische drauf, ne? Sollen wir die Pizza vielleicht der Katze schenken? Pizza? Wer mag denn keine Pizza? Pizza oder Kaffee an Giraffe, glaubst du? Ich guck gerade mal, was gibt's denn noch? Ein Cowboyhut? Einen Traubensaft? Ich klau die jetzt mal. So, Pizza an Giraffe. Ich glaube auch. Dann schenken wir jetzt mal was zurück. Messy and Simple. Das sieht doch gut aus, Messy and Simple. Von ihr ist es. Ja. So, gucken, was er sagt. Oh, ja, er mag's. Sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, end of the day. Oh, ich liebe das Spiel. Ich will nicht, dass es nur eine Demo ist. Psst. Gute Neuigkeiten. Ich habe, I got some tickets to watch today's totally not a date. Ich habe ein paar Tickets für den Film Absolut kein Date. We ghosties like to watch, okay. Wir Geister lieben es, Bewohnern dabei zuzuschauen. They can be full of fun, cute romance. Es kann wirklich total süß und romantisch sein. Oder absolut awkward. Einige Bewohner, das ist voll Big Brother hier, ne? Some residents might even have super special reactions to dates that speak particular to them. Also manche haben auch eine super spezielle Reaktion auf Dates, that speak particularly to them. Based on how well that date goes, the greater the impact of their reaction. Ah, okay, dass es quasi sich entweder sehr gut auf ihre Beziehung auswirken kann oder schlecht. Let's see how you did for your first totally not a date assignment. Ah, okay, wir schauen jetzt quasi zu, wie die sich daten. See you tonight for the premiere. Ah, heute Abend ist die Premiere. Ist eigentlich voll pervers, ne? Schaue ich denen dann auch beim Snoozen zu? Oh mein Gott, wir schauen denen allen beim Date zu? Das ist ja voll voyeurmäßig. Das ist ja voll pervers. Wer hält denn die Kamera? Oh Gott. So, who are we supposed to get in coffee for? Wofür haben wir eigentlich einen Kaffee bekommen? Das waren alles wir. Oh Gott, ja. Ich bin mir nicht sicher, aber das Board hat gesagt, I guess ourselves. Ich glaube, wir selbst. Ach, die wissen gar nicht, wer das überhaupt auf diese... auf dieses Brett eingetragen hat, dass wir jetzt auf ein Date gehen müssen. Well, it said we should both do it. Naja, es hat gesagt, dass wir beide es tun sollen. Is it a two-person job? Ist das ein Job, den zwei Personen machen müssen? Nein. Aber ich bin froh, dass du mit mir hier bist. Ich auch. Oh. Im Spiel süß, im echten Leben no. Das Date war gut. Ihre Beziehung ist angestiegen. Sehr schön. Und sie ist jetzt auch happier. Sehr gut. Ich glaube, die Katze müssen wir erst glücklich machen, damit die überhaupt serious und playful. Das haben wir rausgefunden. Die Katze muss auf jeden Fall happier sein, um überhaupt daten zu wollen. Shit, ey. Ich bin zu dumm, um mein Getränk hier einzuschütten. Unbelievable. Tag Nummer 3. Mhm. Mina ist happier und has added to her room. Sie ist jetzt glücklicher. Das ist gut. Hier haben wir wieder ein Bild. Hier steht wieder was. How I felt with Noah is how I feel when a song just perfectly gets me. That's a feeling I want you to chase. Also mit Noah war das Date so schön, wie wenn mich ein Song perfekt catcht, also mich sehr berührt. Und genau für diesen Gefühl möchte ich nachgehen. Oh. So, so, sehr gut, die daten schon. Ein Kürbis. Die beiden müssen wir auch noch verkuppeln. Auf jeden Fall Blumen. Oh ja, ja, ja. Sie hat gesagt, sie mag Blumen. Das wird das perfekte Geschenk sein.
Und das kriegst du von Mina. Yes. Die wird jetzt explodieren. Schaut mal, die wird jetzt richtig durchdrehen. Oder er. Ja, genau das, weil wir haben es vorhin beobachtet. Und sie mag ja Suppe, ne? Hab ich vorhin gelesen. Yes. Sie liebt Outdoor-Sachen. Sehr gut. Wir haben weitere Sachen. Does anyone else hoard items like I do? Tut irgendjemand wie ich auch die Gegenstände horten, so wie ich? I'm afraid I will need it later, so I hold it onto everything. Ah, das ist so süß, dass die ganzen Fragen in diesen Foren hier beantwortet werden. Ich habe Angst, dass ich zu viele Gegenstände für mich behalte und alles bei mir belasse. Lol. I sell my, ich verkaufe meine Gegenstände einfach für Geld. Na, you can always find the same item later if you really need. Ah, nein, du kannst immer wieder das Item später nochmal finden, wenn du es wirklich brauchst. Das heißt, man kann sie verkaufen. Oh mein Gott, ich bin so froh. Okay, das heißt, wenn wir jetzt das aufgesammelt haben, wir müssen es nicht horten, wir können es einfach verkaufen. Ah, ich habe ja eh nichts aufgenommen. You have our new peak of relationship talk. Oh, süß. Oh, hey, Calathea, was ist los? I'm trying to carry soil for my plants back to my room. Was ist Soil? Ich versuche, irgendwas zu tragen für meine Pflanzen in meinem Raum. Oh, brauchst du Hilfe? Ich bin sehr stark. Lass mich nur Erde. Ah, okay, sie möchte, also er möchte quasi Erde. Wir starten mit, Moment, bitte don't grab the bottom one. Bitte trag nicht den unteren. Warum? Warum nicht? Oh mein Gott, was ist passiert? It appears the bags have ripped. Oh nein, deswegen, das ist die Erde ausgeschüttet. Oh nein, die ganze Erde. Oh ja. Jetzt ist alles schmutzig. Warum passiert das immer nur mir? Oh, was sollen wir tun? Wir müssen jemanden finden, der eine Schaufel hat, damit der Schmutz weggeht. Und ich sollte dasselbe tun. Wir treffen uns hier, sobald du kannst. Oh. That's what I get for helping people. Das passiert, wenn ich Leuten helfen möchte. Okay. Erde, okay. Dankeschön, ihr Süßis. So, okay. Das heißt, machen jetzt hier eh so eine kleine Shipment. Das Bild vielleicht, weil sie hat doch gesagt, ich weiß halt nicht, ob sie sich für so ein Bild freut. Was ist denn das Bild? Calm seas, nice breeze. Etsy, bright, quiet. Ich glaube, es könnte ihr gefallen, weil sie ist doch auch so ein bisschen eine quiet one. Ich lege das mal hin. Und sie hängt ja die Bilder auch auf, ne? Sie mag ja die Bilder. Ist von ihm. Oder? Ja. Ist es ein ihm oder eine sie oder ein es? Ich weiß es nicht. Ja, gefällt. Gefällt sehr sogar. Schön. Mina loves the calm painting. Oh, schön. Discover Mina loves bright things. Okay, sie mag quasi diese Sachen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Eine sie? Okay, ist eine sie. So, es ist eine Pflanze. Deswegen, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie schwierig. Okay, hier kann ich auch nichts machen. Das heißt, dann beenden wir den Tag. Oh, ich liebe das Spiel. Oh. Sie mag Outdoor, sie ist bright and classic. Ich liebe das Spiel. Ich will nicht, dass es endet. So, wie haben dir deine ersten 3 Tage gefallen? Lass mich sehen. Nein, bitte beende es nicht. Bitte. Oh, wow. Ich denke, das war wirklich sehr gut für die ersten 3 Tage. Das ist die Zeit. That's the first time you have been dead. Das ist das erste Mal, dass du tot bist, oder? Ich hoffe doch. Das kann ich sagen. You've got that Rookie-Ghosty-Vibe. Du hast diesen Rookie-Ghosty-Vibe. Wo sind deine Haare? Also siehst du typisch geistermäßig aus. Wo sind deine Haare? Außerdem können Geister auch Hüte oder sonst irgendwas tragen, damit du dich auch selber irgendwie identifizieren kannst. Wie auch immer, du hast dein Bestes gegeben. Nun ja. I guess things could have gone better. Ich glaube, es hätte einiges noch besser laufen können. The real reward here is your kindness, help, blossom, love and a happier home. Oh, dein Reward ist quasi deine nette Hilfe. Help, Blossom, Love, dass quasi meine nette Hilfe dafür gesorgt hat, dass Leute sich lieben und es ein glücklicheres Zuhause wird. Mann und Spaß. Haha. We have a store. Wir haben einen Shop. The more you develop resident relationships and the more residents' happiness you bring, the more relationships you will get. Okay. Ich kann quasi Beziehungschips bekommen, umso mehr Bewohner ich miteinander shippe und umso mehr Bewohner glücklicher werden.
Ghost Love to collect and send these. And you can unlock lots of cool stuff with them. Also damit kann ich wahrscheinlich auch meine Outfits freischalten, oder? Looking for that special date or can't find the perfect gift, unlock some new ones at my store. Ah, okay. Also wenn ich quasi etwas nicht passend finde für Bewohner, kann ich das mit den Herzen in ihrem Shop quasi für mich freischalten. Die Möglichkeiten sind endlos. Until we run out of things. Bis wir quasi keine Sachen mehr im Laden haben. Aber selbst dann. You can matchmake any pair of residents you want. Du kannst quasi trotzdem jeden miteinander verkuppeln, wie auch immer du willst. And every resident has a complete different story based on who they have developed a relationship with. Jeder Bewohner hat eine komplett andere Geschichte, je nachdem, mit wem du ihn verkuppelst. Das heißt, das Game ist mega groß. So, jetzt geh raus und and see what kind of world you can make. Also geh raus und schau, was für eine Welt du kreieren kannst. Na, I'll be here if you, wenn du etwas brauchst, ich bin hier. Oh, so süß. Let's see how you did it. Okay, jetzt schauen wir mal, wie es war. Okay, Mina ist so ein bisschen happy. Die beiden sind zwei. Oh, ich krieg voll viel Ghosty-Punkte. Cool. Ja, I'm happy. So, Upgrades. Ich kann quasi Amateur-Ghosty. Ich kann noch eine Aktion hinzufügen. Dann kann ich 5 am Tag machen. Oder ich kann quasi Minigame that earns more Coins. Mit dem Minigame kann ich quasi Coins. Ich will das machen. Unlock. So, dann kann ich mehr Geschenke machen. Ghosty Matchmaking. Da gibt es auch noch einiges. Okay. Gut. Confirm. Das ist ja Shop. Alright. Jetzt geht es weiter in die nächste Phase. Super tot. Was? You're gonna die again and you will have a super after. Du wirst jetzt wieder sterben und ein tolles Leben nach dem Tod haben. War nur ein Spaß. Ja, du gehst jetzt zurück zum Anwesen und machst auf jeden Fall noch, sorgst dafür, dass noch mehr Beziehungen entstehen. Turns out the other ghosties really like the romances. Es sieht so aus, würden die anderen Geister die Romanzen, die du aufbaust, sehr mögen und wollen mehr sehen. Ist eigentlich voll voyeur-mäßig, ne? Das ist irgendwie... Plus, I will come visit with my shop in... Und ich werde in 3 Tagen wieder mit meinem Shop kommen. So, for the good of romance, the good of joy in the world and most importantly, the good of my merchandise shop. Also tu es quasi für die Liebe, für alles und natürlich für meinen Merchandise shop. Get out there and make some... Also geh raus und mach ein bisschen und lass ein paar mehr Romanzen aufblühen. No, danke, Chill Out. Das macht so Spaß, das Spiel. Oh, ich darf noch weiterspielen. Ich dachte schon die ganze Zeit, die sagen mir jetzt, es ist eine Demo. Schluss damit. Okay. Ella, Vogue. Ach, guck mal, die tun sich auch immer ein bisschen mehr aufpimpen hier. Süß. Okay, da haben wir wieder einen Sellerie. Das mag ja, glaube ich, die Pflanze sehr. Das heißt, wir machen hier wieder ein Geschenkchen. Dann stellen wir mal hier... Hier. Wer braucht schon Sonnenschein, Wasser und Schmutz, wenn du Rosen hast? Mina hat mir welche geschenkt. Oh, süß. Dann schenken wir jetzt ihr mal nochmal so ein Sellerie. Und zwar von ihr. Ich hoffe, die ist nicht geschockt, weil der tot ist. Ich habe den ja ausgerissen. Bitte liebe ihn. Bitte liebe ihn. Ja, es geht so. Ist okay. Ich würde mal die beiden auch auf ein Date schicken. Wird mal Zeit, dass sie ein bisschen daten. Und hier wollen wir nochmal ihn ein bisschen happier machen. Und dann, hier haben wir noch was. Oh, das wird doch bestimmt die Katze mögen, oder? Was ist denn das? Woodclock. Creative and musical. Ich glaube, das mag die Katze doch, oder? Glaubt ihr nicht? Hier noch ein Bild. Das mag die Katze auf jeden Fall. Das klaue ich jetzt. So. Das schenke ich dann auf jeden Fall der Katze. Ich möchte jetzt mal wenigstens ein paar vorankriegen. So. Let's go. Ich habe die Aufgabe nicht aufgegeben. Ah. Hoch. Und es sein. Ich wusste jetzt nicht, ob sie es mag. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ich glaube ja. So, wir konzentrieren uns erstmal auf ein paar. Irgendwie wird mir das sonst zu viel. So, wir haben keine Punkte mehr. Wir enden den Tag und schauen uns ein weiteres Date an. Nee, das war eine Gabel. War keine Schaufel. Alright.
I get 3 actions, so I'll move here, build this and I will take that. Okay, ich habe 3 Aktionen frei. Ich bewege mich hier und ich baue das und das nehme ich auch. Wie auch immer. This is where you made a grave mistake. Das ist, du hast gerade einen großen Fehler gemacht. Hier komme ich und ich habe gewonnen. Hahaha. Okay, du hast recht. Das war wirklich sehr lustig. But you can't win the... Aber das wirst, nächste Spiel wirst du nicht schaffen und gewinnen. Du bist dran. No, süß. No, das hat die Katze nicht ihren Kratzbaum. Yes. Nice. Oh, das Spiel ist so süß. Das wäre auch richtig witzig, wenn man das nachbauen würde. So ein bisschen für Erwachsene. Mit ein bisschen realistischeren Look. Oh, da wäre ich aber sowas von into it. So, you have reached the max happiness for a resident in the demo. Nein! Each resident happiness is crying. No, du hast quasi die maximale Glücklichkeit der Bewohner in der Demo erreicht. Jeder Bewohner, also in der Demo, ist jetzt glücklich. Aber im vollen Game wirst du alle glücklich machen. Nein! Oh, oh. Ich glaube, ich kann jetzt einfach weiterspielen, aber es passiert nichts mehr, ne? Okay, ich habe ein, I find a bucket in my closet. Did you find anything to carry? Also, ich habe einen Eimer gefunden in meinem Schrank. Hast du irgendetwas gefunden, um den Schmutz zu entfernen? Ich habe eine Tasse. Eine Tasse? Ist eine große Tasse. Eine Medium-Tasse. Aber ich mag Tassen. Ich mag Tassen nicht, die zu groß sind. Ah, okay. Oh, es ist süß. Es funktioniert nicht. Oh, so ein Dreck überall. Moment. Ich habe noch eine andere Idee. Was ist das? Es ist eine... it's a sheet. It's got holes in it. Ist Sheet nicht ein Stück Papier? Ja. I found a whole pile of them in the attic. Ich habe eine ganze Menge davon im Dachboden gefunden. What are we going... Was werden wir damit jetzt tun? We're going to cover the dirt with the sheets. Aber wir werden quasi jetzt mit den Blättern den Schmutz bedecken. Ein Laken. Ah, okay. Es ist, ach, stimmt, chic, ne? Ja, ja, klar. Ich bin dumm. Decke ist Blanket. Ein Sheet ist, glaube ich, auch eher Paper. Sheet of Paper heißt ja ein Stück Papier und ein Sheet ist ein Laken, ne? Und wir werden nie mehr darüber reden. Bist du sicher, das wird... Lauf! Ah! Hey, die Geschichten... You have unlocked a second relationship talk for this couple. Das ist das meiste, was ich erreichen kann. You can reach per couple in the demo. So keep that in mind going forward. You will be able to max... Okay. Also sie sagen quasi jetzt schon die ganze Zeit, es geht halt eigentlich nicht weiter. Ein fancy picture. Oh. Ich würde trotzdem gerne mal das nehmen. Stil. Und dann verkaufen, um ihr das fancy picture noch einmal zu... sell. Um mir das fancy picture einmal zu geben. Gibt's noch was für mehr Punkte? Ja, das. Und die Gegenstände tauchen auch immer wieder auf, wurde mir ja gesagt. Das heißt, wenn ich jetzt das nehme und das quasi verkaufe, können wir das kaufen. Order. Okay. Why doesn't my house look as nice? So, und dann kriege ich das jetzt. Habe ich das jetzt in meinem Repertoire? Nee, noch nicht. Ach so, das kommt dann hier an, oder? Aber es ist noch nicht da. Okay, das bestellt man dann quasi für den nächsten Tag. Okay. Das heißt, wer mag denn den Saft? Serious. Das mag doch bestimmt das Lama. Oder die Giraffe. Leg's mal hier rein, weil das ist serious. Von ihr. Ein Geschenk. Wir machen dann noch jemand happier. Und zwar ihn hier. Ist sein. So, gucken, wie das hier ankommt. Ach, ich liebe das Spiel. Ich will, dass es rauskommt. Ich will nicht, dass es aufhört. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn Spiele wenn man nicht will, dass Spiele aufhören. So, jetzt sieht er das Geschenki. Ja, Max, voll. Sehr geil. Das war ein gutes Geschenk. So. End day.
Wir sind alle maximal glücklich. Oh, da kommt mein Geschenk. Süß. Hilfe, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, meine Mailbox ist da. So, das schenken wir jetzt nämlich noch. Von ihr. So. Ein Relationship Talk. Ich will dann noch kurz sehen, wie sie das anschaut. Boah, die sind ja voll in Love schon. Yeah, die liebt es richtig. Oh, hallo Noah. Was geht bei dir? Hi Garrett. Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Und? Ja, und jetzt fange ich auch an, in den Himmel zu starren. Ich möchte rausfinden, wo die unendliche Dunkelheit in mir ist. Und nach der wir beide suchen. Hast du irgendwas gefunden? Nein. Ich starre immer noch rein in die Tiefe des Himmels, aber irgendwie macht's mich müde. Das ist nicht, was ich fühle, wenn ich starre. Was fühlst du? Ich fühle Kälte. Like when you put a soda can to... Wenn du eine... Ich fühle mich kalt, genauso wie wenn du eine kalte Dose Soda an deine Stirn hältst, weil du viel zu heiß bist. I feel that on the forehead of my soul. Ich fühle es in meiner Stirn oder mein Kopf, in meiner Seele. Ist das eine gute Sache? Ist das eine gute Sache? Es ist ein Garrett-Ding. Ich frage mich, ob es auch ein Nor-Ding ist. Könnte es. Vielleicht starren wir das nächste Mal zusammen in den Himmel. Wir werden es rausfinden. Zusammen? Wenn du glaubst, es würde helfen? Ja, ich glaube, das würde es. Oh mein Gott. Er zieht sie echt in die Depression mit rein. Wir sollten diese Beziehung beenden. Toxisch. So, hier ist ein Herz dran. Ich glaube 100 pro, dass es für die Kitty Cat ist. Ich glaube, die Kitty Cat fährt da übel drauf ab. So. Die kriegt nur Geschenke, ne? Die denkt sich, was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Und sie mag es. Yeah, geht so. Käse. Active and Classic. Ich würde sagen, ich schicke die beiden nochmal auf ein Date. Auf ein Awkward Date. Mal gucken, ob noch eine weitere Sequenz kommt. Oder ob die Demo hier wirklich sagt, mehr gibt's nicht. Und wir schenken der Pflanze jetzt. Was sollen wir der Pflanze schenken? Ein Apfel? Glaubt ihr, das freut die? Ist ja auch irgendwie. Wir gucken mal, ob die das mag. Hier, one apple a day. Not enough. Ach so, stimmt, ich brauche, oh Mist, ich brauche immer noch einen Point, um es auch zu verschenken, ne? Später am Tag. Jetzt schauen wir wieder wie kleine Voyeure zu. Ah, ein perfekter sonniger Tag. So, das ist das Meer. My favorite part, mein Lieblingspart hier ist der Sand. Ich mag Sand nicht. Ich liebe es. Der Sand ist immer überall am Körper verstreut. Zwei Wochen später finde ich immer noch Erinnerungen an den Sand. Vom Strand? Von uns. Warte, was tun wir hier? Bringing home a pocket of sand. Wir nehmen nach Hause eine Tasche voll Sand mit. Ich möchte mich auch an uns erinnern. Nein, es ist schon oh. Es ist oh. Es ist oh. Lass uns mal schauen, wie du dich gemacht hast. Ja, ich bin zufrieden. So, ach guck mal, mehr kann man nicht freischalten. Also mehr geht da nicht in der Demo. Tatsächlich. Das heißt, das Spiel bremst einen einfach aus, wie so eine toxische Beziehung. Eine Kerze, oh, die nehmen wir mit. Ich glaube, die liebt nämlich Kerzen, weil die hat hier nämlich Kerzen stehen. Let's go. Vor allem, wie die alle eigentlich nicht beziehungsfähig sind. Wie soll denn die Beziehung laufen, wenn ich nicht mehr da bin? Die beschenken sich die ganze Zeit, aber keiner macht irgendwas für den anderen so. So, hier, das von ihr. Süß, wie die Sachen auch überall reinstellen. Guck mal, eigentlich im Prinzip hat sie jetzt so einen toten Arm von wie wir einen Menschen im Regal stehen, ne? Weil es ist ja ein abgeschnittener Sellerie. Ja, das gefällt dir richtig. Ah.
Has someone been reading you? Hat dich jemand gelesen? Ich schwöre, yesterday Cutler got me a fancy painting and to be honest, I love it. Ah, okay, ja, das war ich. Was jetzt ab... Ah, sie hat's quasi abgehangen. So, wir wollen nochmal die beiden auf ein Date schicken, Leute. Ich will, dass die jetzt mal zusammenkommen. Time for date. Und hier können wir niemanden glücklich machen. End day. So, later that day, später am Tag. Die perverse Crew kam wieder, um sich anzuschauen, wie Geister sich so fühlen. Ja. Bist du bereit für ein Picknick? Only if you're ready for the best... Nur wenn du für den besten Spaziergang überhaupt oder Wanderung ready bist. Was? Wir wandern, richtig? Oh, das wusste ich nicht. Um ehrlich zu sein, bin ich gekommen, um zu essen und nicht um zu laufen. Oh mein Gott, das sind so mein Partner und ich. Na, ich bin mit einem Österreicher zusammen, ne? Und alle, die in Österreich sind, ihr kennt das. Ich sag zu ihm, lass uns ein bisschen spazieren gehen, ja? Und dann habe ich mich immer schon gewundert, warum der zieht dann so Hardcore-Schuhe an. So, die sehen aus wie so Zecken. So wie so komische Käfer sehen die Schuhe aus. Die haben auch so einen Grip unten, so richtige Hardcore-Tryhard-Schuhe. Ich dachte so, laufen doch jetzt nur um den See. Was passiert jetzt? Und aus einem, wir laufen nur um den See und gehen ein bisschen spazieren, wurde eine Hardcore-7-Stunden-Wanderung. Eigentlich fast schon Bergsteigen, straight hoch zur Blackwand. Und wir sind da hochgerannt. Und seitdem weiß ich, wenn er diese Schwitzerschüchen anzieht, mein Vater, deswegen weiß ich, seitdem er diese Schwitzerschüchen anzieht, dass es nicht normales Laufen ist. Und ich muss immer wieder lachen. Er sagt zum Beispiel auch immer, das geht sich nicht aus. Und ich so, hä, was geht sich nicht aus? Oder bis bald. Eigentlich meint er mit bis bald, bis morgen. Ich so, wie, also als wir uns gedatet haben, hat er immer gesagt, bis bald. Und ich so, heißt es jetzt, er hat kein Interesse? So witzig, was so unterschiedliche Sachen einfach ausmachen. Und ich finde es so witzig, wie er redet. Deine Stelzen tun bestimmt weh wegen den Stiegen. Also meine Beine tun bestimmt wegen den Treppen weh. Es ist so witzig einfach. Ich finde es so lustig. Oder wie heißt nochmal Palatschinken? Heißt doch bei euch Waffeln oder sowas, ne? Oder Kaiserschmarrn. Oder was heißt bei euch nochmal Palatschinken? Ist echt lustig. Oh, das wusste ich nicht. Vertrau mir. Du wirst die Aussicht mögen. Es ist so, mein Freund und ich. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Meine Lungen sind on fire. Ja. Schau doch mal. Okay. Ich dachte, ich würde Wandern nicht mögen. Aber ich mag es. Und während es mit dir zu reden. Ich auch. Ich verspreche dir, nächstes Mal, we won't have to talk as far to, genau, wir werden nicht so lange reden, bis wir es essen können. Okay, perfekt. Ja. Pfannkuchen, genau, Pfannkuchen heißt bei euch Palatschinken. Das ist für mich Schinken. Es ist Schinken. Verdammt. Und jetzt bewegt eure Stelzen und geht die Stiegen hoch. Okay, wir haben Tee. Oh, die Suppe. Oh, die Suppe. Die mochte sie. Das hat sie erzählt, dass sie das liebt. I steal that. Yes. Wir wenigstens noch ein Pärchen hier machen. So. Auf jeden Fall. Die Beziehung geht jetzt nicht mehr weiter, merke ich gerade, ne? Ich merke gerade, es bringt nichts, wenn wir weiterspielen. Die geht nicht hoch. Sie haben es uns gesagt. Ich wollte es nicht akzeptieren. Die Beziehung geht ab dem Punkt hier leider nicht weiter. Man kann die, glaube ich, nicht increasen. Die Beziehung. Lass mal kurz gucken. Nee, Beziehung geht nicht weiter. Es bleibt bei 2 Herzen. Okay. Schade. Yay! You have an email account now. You can write emails to fish. Fish for more ghost monies. The better you scam, the better you pay out. We run scams. Don't worry, we are only scamming other ghosts. Okay, wir können jetzt andere Geister scammen. We have all the time in the world to make back the money. Writing these emails costs action points. Warum will ich will auch keine anderen Geister scammen? Okay, ich scam jetzt. It's time to write your first email. You get an email prompt and you have to fill in the words. Each word has symbols associated with it and the more symbols that match, the more your emails will make sense, which means more money. Some words has multiple symbols, which means they can match it with any of those. Good luck.
Oh mein Gott, ich will aber andere nicht fischen. Ah, okay. Hello, I'm in trouble online. I need your help with charity to help the planet. Oh mein Gott, das wird aber nix. Wir haben jetzt geschrieben, hallo, ich bin in Gefahr und ich brauche Hilfe mit quasi Spenden, um den Planeten zu retten. Hm, das ist seltsam, aber hier, ich gebe dir etwas. Oh, wir haben Geld gemacht. Was kann ich mir davon jetzt kaufen? Ey, das ist so assi. Hm. Ich verkaufe es mal den Apple und dann kann ich quasi das hier kaufen und ordern. Okay, Leute, das Spiel geht hier leider nicht weiter. Ich habe es mir auf die Wishlist gepackt. Sobald es draußen ist, werden wir dieses süße Spiel auf jeden Fall weiterspielen. Wenn ihr das wollt, deswegen lasst gerne viele Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. Kanntet ihr das Game? Ich hoffe, es kommt auch für die Switch raus. Wäre super cool. Und über ein Abo würde ich mich natürlich wie immer auch freuen. Und wir sehen uns in den nächsten Cozy Games. Thank you.